Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge ETS2, eure Truck Simulator 2. Und zwar ist angekündigt in der letzten Folge, dass wir eine Tour planen nach Marokko. Wir haben hier schon mal eine schöne Strecke nach Montpellier. Das heißt, wir werden hier runterfahren. Ich würde dann gerne hier an, am Ozean entlang, wollte ich schon sagen, am Hafen entlang, am Meer entlang, runter übersetzen, Monaco. Ach, Marokko, Monaco, ja. Und das ist so mein Ziel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir brauchen. Ich denke mal, wir werden die Woche damit beschäftigt sein. Von daher werden wir mal direkt beginnen. Ich bin auf Mercedes übergegangen. So. Wie ihr seht, werden wir jetzt hier von Dortmund nach Montpellier fahren über Luxemburg. Nach Marokko. Ja, ich freue mich, dass es klappt, dass wir jetzt zumindest auf dem Weg sind dahin. Ob die Musik mit aufgenommen wird, zeigt sie zumindest nicht an. Am Regen. Natürlich nicht toll. Wir fahren jetzt erstmal hier raus. Gar kein Ton, ne? Kein Filter drin. Ah. Mal schauen. Ob wir hier unter Audio irgendwas gestellt haben. Desktop. Hier müssen wir, guck mal. Stellen wir das mal so ein. Audio, Desktop, also, ja, jetzt ist Ton da. Gut, dass wir noch mal geschaut haben. Wir schauen mal eben von oben, von Kamera so. Nein. Glück. Machen wir Licht an. Ist oft besser damit. Ja, wir können hier lang fahren, sehr gut. Schreiben mich an. Und blinkt. Ja, wir fahren jetzt Richtung Frankreich. Ich freue mich drauf. Weiter geht's. Schauen, dass wir jetzt unseren Anhänger bekommen. Ich hoffe sehr, wir können ihn ziehen. Mein Gott. Aber er hat mir nichts gesagt von Schwertransport, von daher denke ich mal. Oh, da kommt ein Auto entgegen. Ja, wir fahren auf der TSM-Mod. Also Map. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und an der Karte gesehen habt. Wir konzentrieren hier. Da steht unser Anhänger mit den Gabelstaplern. Das Geld ist weniger so der Grund, warum ich da runterfahre. Erstens möchte ich mir gerne die Gegend da unten anschauen. Und zweitens ist ein Arbeitskollege jetzt nach Marokko. Und ist auch mit dem Auto gefahren. Und da bin ich, der hat so geschwärmt von der Strecke Frankreich und Spanien dann unten. Von daher, ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Vor allem, wie viele Folgen wir aufnehmen werden. So, erstmal den Vorwärtsgang wieder rein. So,
So, wir sind jetzt 5 Minuten und dann geht's auch schon los, ne? Bin sehr gespannt auf die Strecke, echt. So, aber dann werden wir mal beginnen jetzt. Was für ein Wetter, ne? Großer Vorteil auch am Singleplayer. Also ich habe ja immer gesagt, Multiplayer ist auch richtig. Mittlerweile auf dem Euro 4 kann man ja ganz gut fahren, ohne gerammt zu werden. Aber Singleplayer hat viele Vorteile. Der eine ist, man kann Schilder anfahren. Nee. Das eine ist, dass man dass man Screenshots während der Fahrt machen kann. Was man sonst nicht machen kann. Und wir haben diese Karte hier, ne? Also die wirklich sehr enge Straßennetz hat. Fahren jetzt mal hier mit 60 lieber nur. Ja, ist uns auch schon ein paar Mal zu Verhängnis geworden, dass wir keine Autobahn gefahren sind, sondern wirklich Landstraße. Und dann gerade bei Schwertransport natürlich sehr. Kommt einer, oder? Ja, der ist noch weit weg. Mit dem Tanken aus ist voll. Sehr gut. Ja, dann fahren wir weiter. Direkt. Mit 60 natürlich. Damit wir hier auch weiterkommen. Ja, von Dortmund geht es jetzt nach über Luxemburg nach Frankreich runter. Und dann in der südlichsten Spitze von Frankreichs mehr oder weniger. Und setzen dann nach Spanien über. Ich hoffe, da finden wir auch was. Vielleicht sogar direkt nach Marokko. Das wäre natürlich richtig genial, denn das Ziel in Marokko ist noch nicht so bestimmt. Ich hoffe nicht, dass es die erste Stadt ist, wenn man rübersetzt. Das wäre schade, aber ich würde gerne dann an der marokkanischen Küste entlang fahren. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch dann ankommt. Lasst gerne einen Daumen da und ja, gebt Feedback. Kirchen. Ja, vielleicht schlägt es mich ja bald beruflich da in die Ecke. Wird es sehen. War gar keiner. Die Lichter haben sie schade gemacht. Ja, scheiße gemacht, wollte ich nicht sagen, aber. Ja, ist so dunkel, ne, die Lichter. Fahren wir hier wieder ab. Autobahn, das ist schon mal gut. Autobahn wahrscheinlich alle Richtung. Burg Hannover, okay. 2. Sehr schön. Weil ich fahre die ganze Zeit mit Fernlicht, aber kommt mir auch gerade keiner entgegen, da geht das. Ich wollte es ausmachen, versprochen. Ja, ich hoffe, wir haben nachher schöneres Wetter. So an der Küste entlang. Ah, oh, das freue ich mich jetzt schon drauf. Vorfahrt. Das wissen die, weiß die KI auch. Dann mal hoch. Aber dürften wir schaffen, sehr gut. Blinker aus erstmal. Transporter, aber auf der Autobahn. So. Ich mal schauen. Schaden 0, Schaden 0. Ah, ich bin so froh. Ich bin so stolz auf uns. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es wird nicht zu dunkel bei euch.
ja schon die Nacht hier. Aber wir fahren einiges. Also ich werde heute die Aufnahme hoffentlich nach Marokko beenden komplett. So, wir haben jetzt 1324 Kilometer. Ich denke, das wird es auch Nacht nochmal geben. Ja. Der ist hier Gelsenkirchen. Stelle ich mal hier neu ein, das hier. Erster Aufenthalt Gelsenkirchen, sehr gut. Ich war im Zoom schon, also da war ich in Gelsenkirchen. War es dann aber auch, glaube ich. Fuhrhalteassistent wäre cool. Hier am Rumdrücken, rechts, links. Kaffee habe ich auf der falschen Seite. Seht. Ich kann auch nicht mal die Tasse wechseln auf eine andere Hand. Und LKW-Fahrer an sich, die machen ja weiß was noch dabei. 20, ja, fahren wir eh nicht. Ja, sehr schön. Oh, Entschuldigung. Ja, bei Regen fahren die Autofahrer alle ein bisschen unsicherer. Ist geblitzt. Ja, ich bin an dem i7 dran, ne? Weiß nicht, ob der eine oder andere, der den Kanal verfolgt, der wird es hören. Ich denke, wenn ich ja, Anfang September, ich habe auch schon einen Plan gemacht, wie wir machen werden. Oh, ich muss rüber. Bremsen. War ja, ich will nicht zu viel verraten, vielleicht wird es doch anders, aber dann wird es Anfang September den i7 geben und ja, denke mal, dann kehrt endlich mal Ruhe und Beständigkeit in der Qualität der Aufnahmen. Ja, es ergibt sich dann auch neue Möglichkeiten für mich, also könnte eventuell doch über Render nachdenken. Das heißt, die Qualität würde dann noch mal ein bisschen steigen. Aber da müssen wir uns alle noch mal in Ruhe unterhalten dann, wenn es soweit ist. Der eine oder andere wird es gemerkt haben, wir werden zurzeit kommen jeden Tag mindestens 3 neue Videos hoch. Wie jetzt heute auch ja wieder, ne? ETS. LS Projekt Classic. Jeden Tag eine Folge. Amok gibt es alle 2 Tage. Verkehrs Transportfieber gibt es alle 2 Tage. Und was ist denn das vierte Spiel? Ja, Planet Coaster, genau. So die 4 Spiele. Oder die 5 Spiele. Hier teilen sich ja jeweils einen Aufnahmetag, beziehungsweise 2 immer ein Aufnahmestunde. Das ist jetzt erstmal der Plan. Also ich krieg's nicht hin, 5 Spiele an einem Tag hochzuladen. Also hochzuladen, ja, aber aufzunehmen, ne? Von daher habe ich das jetzt erstmal so aufgeteilt und ich denke mal, das kommt ganz gut an. Und das wird sich jetzt erstmal etablieren müssen, ne? Ja, der Regen, der wird sich etabliert sich hier auch ganz schön. Keine Sorge, in der Regel rede ich immer nur so viel in den ersten Aufnahmen. Wird jetzt auch nicht alle 2 Tage, also in der Aufnahmesession, jedes Mal neu von Beginn. Allem, was ich gesagt habe heute. Ja, wir sind jetzt Düsseldorf hier. Ganz cool, dann kommen wir nämlich bald nach ja, Luxemburg dann. Oder in Richtung Luxemburg, sage ich mal. Ist natürlich auch schwieriger hier zu fahren, ne? Also wir haben ja ordentlich Verkehr, ne? Also ja, der kommt auch nicht durch, sehe ich gerade. Ein Regen wäre mir auch lieber. Was ist denn eigentlich mein Navi? Ich sehe gerade, ich habe gar keinen Navi hier drin. Ich habe die falsch konfiguriert. Mein Navi fehlt. Aber wir haben ja unten das andere Navi. Ab, ja, ne? Wir haben noch das große Navi vom
LKW. Wenigstens schön nah da. Mich gerne in dem anderen Navi, in dem Fenster unten, habe ich halt gerne eine grobe Übersicht, wo man gerade ist. Jetzt geradeaus. Was war denn jetzt hier? Dann so nach Essen aus, aber Essen gerade auf der anderen Seite. Könnte Köln sein. Auf beiden Spuren hier. Ich glaube, das ist Köln. Zentrum. Sehr schön. Hat man hier im Spiel noch ein bisschen näher an Düsseldorf rangerückt? So, da sind wir. Schön. Schön. Bleiben gleich hier. Ich glaube, wir müssen nicht auch vielleicht geradeaus. Schon mal langsamer. Tempomat raus. Jetzt hat der Regen schon mal aufgehört, das bin ich. Ach, die Fahrt etwas angenehmer, ne? Wo muss rüber? Fahren wir hier weiter. Ja, im September, also im August wird es jetzt noch weiter so laufen mit den 5 Spielen. Ich werde im August einmal so in mich gehen und schauen, welches Spiel dann am besten gebracht hat. Also für mich zum als Spielspaß natürlich in erster Linie, aber auch euch, ne, wie viel, wo gab es am meisten Kommentare, wo wurden Wertungen abgegeben und dass wir eventuell das ein oder andere Spiel auf entweder täglich setzen oder neue Spiele hinzunehmen. Das müssen wir dann mal schauen. Wir müssen hier rein. Schön kurvenreich hier. Ich dachte, man fährt mal schön, aber das ist halt der Vorteil, wenn man viele. Man viele kleine Straßennetze hat, oder wenn man ein enges Straßennetz hat, sagen wir so. Man wirklich hingehen kann und oft abfährt, drauf fährt. Halt bei dem Standardspiel eher so, dass man nur gib ihm geradeaus hat. Auch Vorteile, aber ich glaube, da wäre die Strecke hier, die wir jetzt fahren, auch länger. Dass die
Polizei. 1, 2, Polizei, 3. So, wir fahren nach Belgien rein. Auf Wiedersehen, Deutschland. Und wir fahren hier ab. Das da vorne. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen da. Und wir fahren morgen weiter. Ne, übermorgen. Bis dahin. Tschüss.